Hallo alle zusammen, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Tino hatte mir ja netterweise wieder ein gut gefülltes Hardware-Paket zugeschickt und die Sachen, die in dem Paket enthalten waren, möchte ich mit euch zusammen in diesem Video einmal testen. Unter anderem enthalten waren ein Notebook hier von Toshiba, trifft definitiv nicht meinen Geschmack mit der lilanen Oberfläche und wirkt auch sehr billig. Ja, im Vergleich zu meinem Dell XPS 13 ist das hier natürlich eine Strafe. Und was man jetzt nicht sieht, das ist das eine Intertech-Gehäuse. Können wir uns ja auch noch mal kurz anschauen. Von der RGB-Beleuchtung zum Beispiel, wie die dann wirkt. Aber ist ja eigentlich nur ein Gehäuse, wo du dann Micro-ATX-Mainboards maximal verbauen kannst. Ja, unter anderem enthalten auch noch 5 SATA-Festplatten. Und eine 2,5 Zoll Platte von Vesta Digital mit 320 GB, die ich aber hier schon in dem Laptop eingebaut habe. Ja, dann hier ein ARM2 Mainboard von ECS Elite Group. Solche Kabel hier, ne, die gehen auch relativ schnell kaputt, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Was jetzt da auch noch mit dabei lag, die kann man sich am besten dann besser neu kaufen, muss man Acht geben. Ja, noch hier ein Kartenlesegerät für den Einbauen im Gehäuse. Und hier sind noch interessante Sachen dabei gewesen. Unter anderem eine ältere Grafikkarte, die wir aber wahrscheinlich aufgrund des Fehlens eines Kühlers nicht getestet bekommen. Ja. Irgendwas mit AMD, vielleicht eine Radeon 6000er Einsteigerkarte. Man weiß es nicht. Ja, gut, dann gab es hier noch ein paar Speichermodule dazu. Unter anderem 8 GB DDR3 und 2x4 GB DDR3, 1600, genau. Die können wir ganz einfach testen. Und ein WLAN-Modul gab es auch noch dazu. So eine kleine WLAN-PCI-Express-Karte für Notebooks. Ja. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an den älteren Dell-Laptop, den ich mal im Livestream geöffnet hatte. Ein Dell Latitude E6400 war das gewesen. Und der roch verdammt seltsam. Schon angebrannt roch der und der wurde extremst heiß auf der Unterseite. Und als ich den geöffnet hatte, stellte ich fest, dass die WLAN-Karte angekokelt war. Die hatte einen Hau weggehabt. Nicht, dass ich wieder ein Déjà-vu erlebe, wenn ich jetzt die WLAN-Karte ausprobiere. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen mit diesen Zellen hier mal. Ja, wir beginnen mal mit diesen Zellen hier. Das sind 18650er Akkus, Lithium-Ionen-Technik, was man so aus Laptop-Akkus ausbauen kann, unter anderem. Das sind jetzt hier so Industriezellen, die werden dann mit solchen, ja, ich weiß gerade nicht, wie die Brücken heißen, werden die verschweißt und dann so als Paket dann in Notebook-Akkus eingebaut. Naja, die kann ich ja ganz einfach mal messen. Ob die noch genügend Spannung haben, zwischen 3 und 4,2 Volt sollte die liegen. Ja, gut, ich habe sie jetzt hier mal in Reihe und Glied aufgereiht zum Durchmessen. Dann fange ich mal oben an. Links sollte jetzt Pluspol und rechts der Minuspol sein. Sag ich doch, die ist kaputt. Ne, das macht keinen Sinn, die noch zu testen. Ja, die scheint okay zu sein. Die obere hat nämlich 2,6 Volt nur noch. Oder 2,2 eher gesagt. Die ist kaputt. Ja, die will es auch nicht mehr laden. Die ist auch kaputt. Da habe ich noch passende Ladegeräte für, dass man die noch mal aufladen könnte. Ja, da habe ich ein einfaches Ladegerät, was man einfach so in die Steckdose steckt, wo dann 18650er Lithium-Ionen-Akkus reinkommen könnten. Ja, kann man das so sehen? Ja, doch.
Ja, 4,2 Volt, das ist wirklich nur für die 8650er gedacht. Aber das zeigt mir auch nicht an, wenn die kaputt sind. Und da habe ich dieses Ladegerät hier. Das ist auch so ein Multifunktionsteil. Wird über Micro-USB angeschlossen, also über USB-Kabel. Und dann kannst du hier verschiedene Zellen reinpacken. Unter anderem auch deine Lithium-Ionen-Akkus. Und dir dann ausgeben lassen, wie viel Kapazität die noch haben, ne? Okay, jetzt steht das Elite-Group-Member im Fokus. Und mal schauen, ob es funktioniert. Man kann es ja mal booten, ne? Netzteil ist eingeschaltet. Ich drücke jetzt mal den Power-Schalter. Man sollte es allerdings nicht allzu lange jetzt einschalten, weil ich hier keinen Lüfter drauf habe. Der Prozessor könnte also sehr warm werden. Ja, doch, da kommt was. Das sieht doch gut aus. Ja, 2 GB hat er erkannt. CPU ist ein Athlon 64 X2 4000 Plus, GeForce 7050M Onboard-Grafik. Und gut, irgendwas ist da schiefgelaufen. Beim Booten sagt er mir, und deswegen soll ich F1 drücken. Und da bin ich auch schon im Setup. Also, ne, scheint zu funktionieren, das System. Gut, Athlon 64 X2 4000 Plus, das ist halt Schnee von gestern, ne? Da braucht man eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Und klar, nach so vielen Jahren ist dann auch mal irgendwann die BIOS-Batterie leer. Wen wundert's? Dann kann er mal kurz hier bei Peace Health Status gucken. Ja, 40 Grad. Natürlich Tendenz steigend. Ja. Sogar eine Smartphone-Funktion hat er. Okay. Den DDR3-Arbeitsspeicher von Tino teste ich aktuell auf einem älteren Asus P8B75M Mainboard. Das ist ein LGA 1155 Mainboard, in deren Sockel aktuell ein Core i7-2600 werkelt. Hatte ich mir ursprünglich aufgebaut, um ältere Grafikkarten mal zu testen und vielleicht noch andere zusätzliche Controllerkarten, weil das Mainboard hat einen PCI Express 2.0 X4 Steckplatz. Kann man ja ein paar schnellere Erweiterungskarten wie RAID-Controller und dergleichen installieren. Und ich habe das jetzt so konfiguriert, dass ich zweimal 4 GB hier in Kanal A, einmal 8 GB in Kanal B installiert habe. Im Hintergrund läuft der MEMTEST 86 und bisher noch keine Fehler ausgegeben. Der Arbeitsspeicher scheint also in Ordnung zu sein. Ja, ich habe mir das nämlich hier auf so einem kleinen USB-Stick dann mal gezogen und direkt davon dann gebootet. Die Festplatten könnte ich ja eigentlich auch an dieses System anschließen. Da habe ich auch gleich ein Betriebssystem am Start. Müsste Windows 7 64-Bit sein, Professional, glaube ich. Dann könnte ich mal die ganzen Festplatten hier hinten mit dem Mainboard mal testen. Während die Festplatten alle noch sehr gute Smartwerte aufweisen, lässt sich der USB 2.0-Card-Reader leider nicht dazu überreden, mit Windows 7 zu harmonieren. Schade. Zeit, ein paar Worte über den Toshiba-Laptop zu verlieren. Dieser ist ja sehr billig aufgebaut vom Gehäuse her, steckt in einem 17-Zoller-Chassis offensichtlich und weist einen Pentium N3700 Quad-Core auf mit um die 1,6 GHz. Natürlich Onboard-Intel-Grafik. Was soll's anders auch sein? Ja, Festplatte habe ich jetzt installiert, die 320 GB, die auch dabei waren separat, habe ich jetzt hier eingebaut. Und ja, hatte ich schon erwähnt, dass das Gehäuse hässlich wie die Nacht ist. Es ist einfach grauenhaft. Ja, funktionieren tut das Teil. WLAN ist dabei, was sonst. Aber wir werden Näheres im Innern des Notebooks erfahren, würde ich mal sagen. Dafür dürfte er aber auch sehr günstig gewesen sein. So, ich habe den Toshiba jetzt mal aufgemacht und ja, es ist natürlich wirklich nicht viel anzutreffen hier. 17 Zöller, hier irgendwo versteckt der Pentium N3700 mit einfacher Kühlung und hier haben sie dann noch einen DDR3 1600er Riegel mit 4 GB installiert. Der zweite Steckplatz ist noch nicht mal bestückt. Eigentlich wären 2x2 GB besser gewesen, weil dann
hätte es mehr Performance gegeben, weil der Pentium N3700 mit Sicherheit die Dual-Channel-Technik beinhaltet, vom Speichercontroller her. Das heißt, dann werden beide Speichermodule, sofern hier der zweite Steckplatz noch drin gewesen wäre, parallel angesprochen worden. Ja, schade, schade. Gut, man könnte jetzt beigehen und das 4 GB Modul noch gegen ein 8 GB tauschen. 6 GB gibt es als Einzelmodul halt nicht. Da bräuchte es dann wiederum den zweiten Steckplatz für. Ja, schade, schade, ne? Und alles sehr, sehr billig zusammengeschustert, muss man sagen. Hier haben sie nur noch den großen Freiraum. Hier unterm Kabel sitzt noch die WLAN-Karte versteckt. Die könnte man tauschen. Ja, hier das, ja, wäre das DVD-Laufwerk dann gewesen. Das sitzt dann hier so ungefähr da drin, ne? Ja. Ja, hier vorne, genau, so sitzt das dann da drin. Ja, richtig. Ist ein DVD-Brenner von 2015. Und hier oben, da wäre dann die Festplatte anzutreffen mit einem sehr komischen, gummiartigen Halterahmen. Ja gut, dass sie da so ein bisschen entkoppelt wahrscheinlich ist. Ja, wahrscheinlich hatten sie eine klassische Festplatte genommen. Nichts Besonderes. Ja, aber wirklich billig gemacht, muss ich sagen, ne? Ja, gut, viel kannst du da ja nicht aufrüsten. Und wenn man das mal vergleicht von der Verarbeitungsqualität, da müsste ich jetzt nochmal die Festplatte einbauen und sich das dann mal hier im Vergleich zu meinem Dell XPS 13 anschaut, das ist ja hochwertiges Metall. Auch hier die Unterseite, alles Metall, gut, den kannst du natürlich nicht mit dem vergleichen, das sind zwei verschiedene Preisklassen. Der hat neu 1350 gekostet im Jahr 2018. Nee, 2018. Doch, doch, stimmt. 2018, doch. Ich glaube schon. Und der bestimmt nur 250 Euro Neupreis, ne, was ich hierfür gebraucht bezahlt hatte. Ne. Das ist die sehr billige Unterschale hier. Die nochmal kurz gezeigt. Ja, billigstes Plastik halt. Und bei dem Dell hast du dann, ja, man könnte Ultrabook hierzu sagen, so eine Art Ultrabook ist es ja, da hast du hier vollwertiges Metall und wenn ich das mal aufklappe, dann hast du hier offensichtlich echtes Carbon und die Tastatur ist natürlich auch viel angenehmer und so weiter. Das Display spiegelt aber auch hier bei dem Modell. Ja, ist trotzdem Full HD aufgelöst mit sehr hoher Qualität. Und bei dem Toshiba, ich kann das mal kurz umdrehen, dann seht ihr das nochmal. Also hier schon mal diese hässliche, glänzende Display-Folie, hätte ich jetzt mal gesagt. Der Display-Deckel ist schon sehr hässlich. Hast du hier so eine klapprige Tastatur. Und der Bildschirm spiegelt genauso. Ja. Ehrlich gesagt hätte ich es nicht gedacht, dass mich ein Laptop so lange beschäftigt wie der Toshiba L50i, den ich von Tino bekommen habe. Und ich bin, ja, zwiegespalten über den Laptop. Man merkt ihm seine Billigkeit definitiv an. Allein schon das billige Plastikgehäuse und hier in Violett, das ist definitiv nicht mein Geschmack. Ja, dann das spiegelnde und nicht wirklich blickwinkelstabile LCD, was Toshiba hier eingebaut hat, mit 15,6 Zoll Diagonale bei lediglich 1366 x 768 Bildpunkten. Ja, gut. Genau, ich habe tatsächlich ein Betriebssystem auf dem Gerät installiert. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, die 320 GB Festplatte zu verwenden, aber das ist dann doch zu langsam. Und deswegen ist jetzt eine 60 GB SSD eingebaut mit Windows 10 Home. 64-Bit, 1809 die Version, glaube ich. Etwas ältere Version habe ich installiert. Und da habe ich dann durchaus einige interessante Erfahrungen machen können. Leistungstechnisch merkt man dem Gerät seine Billigkeit durchaus an. Der hier verbaute Pentium N3700 kommt seinem Namen definitiv nicht gerecht. Ist leistungstechnisch vergleichbar mit einem Celeron J1900 aus der Baytrail-Reihe oder AMDs alte
A45000 APU. Das ist zum Beispiel auch die Basis der alten PlayStation 4 sowie Xbox One gewesen. Wobei dort deutlich aufgebohrt haben mit doppelt so vielen Kernen und besserer Grafikeinheit natürlich, ne? Ja, standardmäßig wird der Laptop mit einer 1000 GB HDD ausgeliefert. Schade, dass man keinen SSD genommen hatte, wo sich eine 128 GB SSD und eine 1 TB HDD preislich auch nicht sonderlich unterscheiden dürfen im Einkauf. Was man aber anschlusstechnisch so bekommt bei dem Laptop, sind immerhin zweimal USB 3.0 und ein USB 2.0 Anschluss. HDMI ist auch dabei, eben so ein Speicherkartenlesegerät. Ich kann euch das ja hier nochmal kurz zeigen. Headset-Anschluss und auf der anderen Seite haben wir dann das DVD-Laufwerk, USB 2.0, einen LAN-Anschluss und den Stromanschluss. Ja, man merkt aber, dass Toshiba durchaus an einigen Stellen den Rotstift angesetzt hat, wie zum Beispiel das schwache LCD, hätte durchaus brillanter sein können. Das Touchpad ist eine Katastrophe. Man muss da echt schon stark drauf tippen, um damit einen Mausklick hinzukriegen, ohne dass man jetzt da die physischen Tasten verwenden muss. Und scrollen mit zwei Fingern auf dem Touchpad habe ich bisher noch nicht hingekriegt. Sehr schlecht. Ja, die Tastatur mag vielleicht gehen, aber in Kombination mit dem billigen Plastikgehäuse macht die Tastatur dann auch keinen hochwertigen Eindruck mehr. Ist halt billiges Plastikcase, ne? Ja, kurioserweise muss ich sagen, lassen sich keine USB-Sticks an USB 3.0-Anschlüssen booten. Lediglich die USB 2.0-Buchse ließ zu, dass ich von meinem Installationsmedium aus Windows installieren konnte. Warum das mit USB 3.0 nicht klappt, schade, aber kann ich euch nicht beantworten. Das Soundsystem dagegen ist wieder ziemlich gut gelungen bei dem Gerät, muss man durchaus sagen. Also, ich glaube, da haben auch teurere Laptops durchaus auch schlechtere Soundsysteme schon verbaut. Akkulaufzeit technisch liest man in Online-Testberichten um die 7,5 Stunden, ist ganz okay, ja. Noch ein interessantes Merkmal, die Hauptplatine des Laptops bietet hier rechts neben der USB 2.0-Buchse die Möglichkeit, noch eine weitere USB-Buchse zu installieren. Da ist noch eine Aussparung, nämlich in der Platine, wo es noch eine zusätzliche USB-Buchse hätte installiert werden können. Die LAN-Buchse, die schafft lediglich 100 Megabit, ist noch nicht mal gigabitfähig. Da hat Toshiba auch durchaus den Rotstift angesetzt. Bei dem WLAN dagegen nicht. Verbaut ist WLAN AC, welches dreimal dann so schnell ist wie die 100 Megabit LAN-Buchse. Da ist WLAN dann schneller als LAN bei dem Gerät. So kann es kommen. Ja, dann zum Arbeitsspeicher. Ein Modul mit 4 GB verbaut. Der zweite Steckplatz noch nicht mal bestückt, wo die Platine entsprechende Lötkontakte für einen weiteren SMD-Steckplatz vorsieht. Echt doof. Ja, da bleibt natürlich einiges an Performance auf der Strecke liegen. Und apropos Performance, die Grafik-Performance ist unter aller Sau. Da wollt ihr definitiv keine Spiele mitspielen. Und das muss schon was heißen, wenn selbst der CloudGate-Test des 3D Max schon ruckelt. Interessant ist auch die Kühlung, was wiederum bei dem Laptop ein Vorteil ist, weil die Kühlung ohne aktive Komponenten auskommt. Sprich, ein Lüfter ist nicht installiert im Innern, weil der Pentium, der sich eigentlich auch durchaus hätte Atom nennen dürfen, eine sehr niedrige TDP hat und mit einem ganz einfachen Hitzeleitblech bestückt wurde im Innern. Es ist wirklich nur ein einfaches Hitzeleitblech, welches mit lediglich einem Wärmeleitpad auf der CPU
montiert wurde, nicht mal mit Werbeleit passte. Aber irgendwie geht es trotzdem auf. Und wäre da standardmäßig nicht die 1 Terabyte HDD installiert gewesen, sondern durch eine SSD ausgetauscht worden, dann wäre der Laptop komplett lautlos gewesen. Ja, last but not least nochmal auf das Intertech-Gehäuse zu sprechen gekommen. Das ist die RGB-Beleuchtung. Ihr seht hier den richtig nicen Tunneleffekt durch Glasscheiben hervorgerufen. Und hier auf der Seite ist nochmal ein adressierbarer LED-Streifen. Das erkennt man daran, weil bei Non-Addressable-Streifen würden alle LEDs immer die gleiche Farbe zur selben Zeit haben. Das ist hier aber nicht der Fall, deswegen Addressable, ne? Weil die einzelnen LEDs auch unterschiedliche Farben haben können. Der Controller sitzt auf der anderen Seite des Gehäuses. Ich mache euch gleich nochmal Licht, dass ihr dann auch nochmal kurz seht, wie groß das Gehäuse dann tatsächlich ist. Ja, jetzt seht ihr das Gehäuse etwas heller und ich komme noch mal kurz auf die Abmessung zu sprechen. Wenn ich es finde, blende ich euch die Modellbezeichnung hier dieses Intertech-Gehäuses ein. Würde mich auch mal interessieren, wie das heißt. Vielleicht gibt es das ja noch zu kaufen und mit dem Glasseitenpanel vielleicht für den einen oder anderen ja noch ganz interessant. Da möchte man ja bestimmt auch wissen, was kann man da verbauen an Grafikkarten, und zwar, das sind ungefähr 31 cm. Also meine GeForce GTX 1080 von Zotac wird gerade noch so reinpassen. Wobei, ja gut, mit den Lüftern, das wird dann ein bisschen knapp, weil die Lüfter werden hier vorplatziert und würden dann nochmal 25 mm rauben. Also eher so 28, 29 mm. mit Lüftern an der Front montiert. MicroATX Mainboards passen maximal rein. Die CPU-Kühlerhöhe, ich habe es gemessen, bin auf so knapp 16 mm gekommen. Ja, da könnt ihr den einen oder anderen größeren Turmkühler doch durchaus einbauen. Insgesamt tragt das Gehäuse, ja, die Beleuchtung ist ja doch nicht so ausreichend, knapp 41 cm an die Höhe. Und ist ungefähr 20 cm breit sowie ja, 39 cm tief. Ich drehe euch das nochmal kurz um, dass ihr dann auch nochmal seht, wie viel Platz man hinten hat für Kabelmanagement. Die haben sich hier auch echt was überlegt. Also das Netzteil hier wird unten montiert. Hier seht ihr dann auch nochmal den RGB-Controller. Da habe ich einfach mal ein Monex-Netzteil angeschlossen. Gut, viel Platz ist jetzt hier wirklich nicht. Wobei, zum Seitenteil mal gekommen, das hat noch nicht mal eine Aussparung bzw. eine Ausstellung. Das wird da einfach so davor gepackt. Ja, das ist echt dann eng hier. Hier auf der Seite habt ihr ein bisschen mehr Platz für Kabel. Aber hier so gut wie gar nicht. Ja, das wird schon anstrengend, hier ein gescheites Kabelmanagement hinzubekommen. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Am besten gleich ein modulares Netzteil mit in den Warenkorb legen. Ja, ein Detail noch. Hier können noch 3,5 Zoll Festplatten montiert werden. Und entsprechende 2,5 Zoll Modelle würde man hier anschrauben seitlich. Gut, hier hast du dann eine große Öffnung noch, um dann die Backplate des CPU-Kühlers austauschen zu können, ohne Mainboard-Tausch. Das ist auch ganz angenehm. Aber ansonsten, es ist ja ein günstiges Gehäuse, ne? Ein nettes Detail ist noch, ich kipp das mal so ein bisschen. Ihr habt hier vorne einen Staubfilter, der magnetisch andockt. Da könnt ihr eine Wasserkühlung beispielsweise unterbringen noch. Und hier habt ihr anschlusstechnisch einmal USB 3.0, einmal USB 3.0 Typ C, Kopfhörer, Mikrofon. Und ich sehe gerade, ich habe hier doch noch Taster. Wahrscheinlich für die LED-Beleuchtung. Ja, Tatsache. Power und Reset. Okay, hier könnte ich wahrscheinlich die Lüftergeschwindigkeit noch... Nee, hier mache ich es heller oder dunkler mit. Oder auch nicht. Ja, jetzt gibt es doch keine Reaktion mehr.
Aber, oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht hier. Man kann damit dann noch ein bisschen umschalten. Ja, ich drehe euch das nochmal kurz auf die andere Seite, dass ihr das nochmal kurz hier seht, wie man das dann hier umschalten kann mit der Taste. Da könnt ihr dann die ganzen ja, Effekte dann hier umstellen. Ganz nett. Und damit soll es dann auch mit diesem Video gewesen sein. Oh, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Also kann man es doch dimmen, oder wie? Ja, mit der linken Taste. Und mit der rechten Taste stellst du dann den Modus um. Ja. Oh, jetzt ist es aus. Ah, okay, sowas haben sie auch. Da muss man mal ein bisschen mit rumspielen. Da gibt es, glaube ich, noch einen USB-Anschluss. Vielleicht kannst du per Software noch was einstellen. Und ein extra Lüftanschluss, wahrscheinlich für die Lüfterregelung. Und ja, vielleicht für das Tachosignal, man weiß es nicht. Ja, alles klar, das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen angenehmen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.